geht weiter bei Let's Play Mass Effect 2. Ich bin zu MC Muffix und dorthin Geth, oder? Ja, ist ja natürlich immer Geth. Wir sind hier auf der Alarai, dem Schiff, wo Talis Vater war und es wurde von Geth übernommen. Und das ist scheiße, denn Geth tut weh. Und da oben kommen ja auch noch Geth und Geth. Stimmt mir schon wieder weg, oder was? Häng ein so popeligen Geth, oder was jetzt hier? Zack. Hier, Speerfeuer, keine Chance. Ja, wir wollen Talis Unschuld beweisen. Warum sehe ich meine Maus im Weg? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nur, dass Geth wehtut, und zwar sehr. Und ich weiß nicht, wo der sich hinverzieht. Oh, geil gemacht, Garrus. EP, gib's ihn, okay, Überlastung. Und Überlastung. Oh, ist da Pyro. Oh nein, das ist ein Jäger. Macht den Jäger alle, Macht den fuck Jäger alle! Oh, ich hasse Geth Jäger. Wusch! Ey, man, verarscht du mich? Ich hatte nur voll Leben, aber pff, tot. Ich werde den Gaffiger weiter. Ja, wie gesagt, wir sind auf der Alarai. Wollen Talis Unschuld beweisen, die Alarai. Oh, ist ein Schiff der Quarianer, aber es wurde von den Geth übernommen. Und Tali hat Einzelteile von den Geth dorthin geschickt. Und ihr Vater hat die wahrscheinlich zusammengesetzt und die Geth wieder zusammengebaut. Was natürlich schrecklich ist und Hochverrat ist. Und deswegen wird er sterben. Nein, er ist wahrscheinlich schon tot. Aber das wissen wir nicht und deswegen müssen wir erstmal hier Tali helfen. Zack. Scheiß. Hässlicher Geth-Jäger. Headshot hier. Headshot in dein Fuß. Fußshot. Epic Frame Drop. Warum sage ich immer Epic Frame Drop? Das ist ein scheiß Frame Drop. Warte kurz mal. Es geht schon weiter und die Frame Drops sind weg. Hoffe ich zumindest. Okay, sie sind nicht weg. Ja, ich würde sagen, da muss man jetzt durch. Okay, okay. Ich zünde sie an. Ich hasse Geth. Und wenn du Geth mit mir jetzt wieder gleich wegstippst, dann hau ich dich. Das wirklich hat gesessen. Das tut weh, denn da kommt ein fetter Geth. Geh down. Oh. Ich mach mich immer voll nervös, diese scheiß Geth. Ja, komm, noch eine Million, kein Problem. Kein Problem. Wie viel scheiß Geth kommen hier noch? Ach, noch ein Geth-Jäger. Okay, Speerfeuer. Scheiß auf Speerfeuer. Überlastung. Geh doch down. Geh doch in Deckung. Was geht mit dir ab, Schipper? Hey, Tali, wenn du mir jetzt echt hier wegstellst. Er ist down. Und da ist noch ein kleiner süßer Geth. Überlastung, Kampfrunde. Das müsste sie BAM! Sackgesicht. Boah, echt mal, wie viel Geth da kam? Kam da wirklich immer schon so viel? Egal. So, Geth-Spawner. Bin mir ganz sicher. Okay, Laptop, Zugriff. Gibt's hier noch einen Laptop? Ja, oh, Munition. Oh, Munition, das kann ich gerade echt gebrauchen. Medizin kann ich auch gebrauchen. Medigil! Und ich würde sagen, wir müssen weiter. Oh, sorry, ich muss einen kleinen Cut machen. Was ist da? Da ist Talis Vater. Ach, egal, es muss hier. Ein Lock ist da. Okay. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ryle Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ryle Zora. Das ist natürlich cool. Oh! Das ist ein toter Quarianer. Der sieht nicht mehr so gut aus. Toter Quarianer. Mit Tali reden. Okay. Wer ist das? Vater! Oh. Nein. Nein, nein, nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos. Hey, ganz ruhig. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen.
befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helm Garrel und Darok Sen die Daten sehen, sie müssen. Danke, Dad. Wollen Sie Ihren Vater zurück zum Shuttle bringen? Nein. Wir lassen ihn hier. Die Mission geht vor. Das hätte er auch so gewollt. Kommen Sie. Bringen wir es zu Ende. Gut, das machen wir. Dann rächen wir mal Ihren Vater, würde ich sagen. Energiezelle, Medikit, OneSafe. Und mir kommt es so vor, als hätte ich in der Unterhaltung das Falsche angeklickt, denn eigentlich wollte ich das Ganze oben anklicken. Aber natürlich, ich meine, mit Gamepad ist es einfach viel besser, aber ich schaffe es irgendwie nicht, mein Gamepad zu konfigurieren am PC. Bei keinem Spiel. Ach, so. Okay, safe gagged. 1500 Credits sind meins. Muss ich ja mal wieder auf Planeten shoppen gehen eigentlich mal. Was gibt's hier noch so? Zack und fertig. Gut, 2700 Credits. Boah, ich meine, es wird immer mehr. Bald werden wir sogar mal irgendwie 3000 Credits haben. Und 100 Credits, wow. Okay, vielleicht wird's auch nicht mehr. Okay, was ist dort der Verteiler? Oh nein. Jeff, Kommandant! Okay, das wird nicht leicht. Und Geffjäger. Okay, die Geffjäger. Einer ist down. Achtung, Drohne. Nein. Ich hab die nicht vorgeschickt. Okay, die Drohne lenkt ihn gut ab. Dann kann man jetzt einen Warp noch holen. Okay. Zum Glück kann er mir nicht durch die Scheibe schießen. Das ist immer schon mal etwas. Okay. Da kommt er. Panzerbrechende Munition. Garrus, dann kannst du ihn immer fertig machen. Oh. Ich hasse Gav, Kommandant. Okay. Gleich ist seine Panzerung alle, dann können wir ihn fertig machen. Und jetzt! Drohne! Kyro! Betäubung! Alles drauf auf diesen Sack und dann hau ich ihn. Bam! Bam! Oh! Was wäre wieder aufgestanden? Scheiße! Ich hab mich nicht erschreckt. Okay, ich sag's jetzt, sind dort die Daten. Beweise beschafft. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie,
Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Das Wichtigste ist, dass wir immerhin schon mal Beweise haben und irgendwie werden wir den Admiralitätsrat dann schon überzeugen, dass Teil nicht verstoßen wird. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali Zora, was Normandy hat die Alarai gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Sie alle, sehen Sie genau hin. Denen geht es nicht um Tali. Die sind ausschließlich an ihrem Krieg gegen die Geth interessiert. Tali hat für sie alle ihr Leben riskiert. Auf Haystrom oder auf der Citadel, als sie Saren aufgehalten hat. Das hier hat sie nicht verdient. Wenn Commander Shepard keine neuen Beweise vorbringt, schlage ich vor, wir schreiten zur Urteilsvergabe. Moment! Shepard hat recht! Tali hat mich gerettet! Sie verdient es nicht, Fisch! Verdammt nochmal! Tali hat für diese Flotte mehr getan, als Arschlöcher wie Sie jemals leisten werden! Sie pissen auf alles, wofür ich jemals gekämpft habe! Wofür auch Tali gekämpft hat! Wenn Sie sie jetzt verstoßen, dann können Sie mich gleich hinterher schicken! Und mich auch! Tali Zora, angesichts Ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Wenn Sie mich respektieren, dann hören Sie mir zu. Die Reaper kommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie aufzuhalten. Bitte reiben Sie sich nicht im Kampf gegen die Geth auf. Danke, Commander Shepard. Ich hoffe, der Rat wird Ihren Rat berücksichtigen. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Selai. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Kommen Sie, Tali Zora, Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das könnte Commander, bitte. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Mission. 34 Vorwillspunkte, weil wir denen gesagt haben, dass sie nicht gegen den Krieg in die Geth ziehen müssen. Und dafür hat es sich gelohnt, dass sie die ganze Mission nochmal neu gemacht hat, da irgendwie bei mir das rumgespackt hat. Und ich von diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten keine anklicken konnte. Also von den drei hier im letzten. Ich konnte nicht sagen, Menge aufüben, ich konnte nicht sagen, also ich konnte keins von diesen drei machen. Deswegen musste ich nochmal neu laden, hab dann gleich die ganze Mission nochmal neu gemacht. Und ja, jetzt konnten wir die Menge auflösen. Karl, Rieger und Vito waren dabei. Ich würde sagen, das war super. Aber so viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Im Mass Effect 3 werden die Quarianer trotzdem versuchen, ihre Heimatwelt zurückzuerobern. Ist ja logisch. Also, dass im Mass Effect 3 das irgendwann mal geklärt werden muss, ist ja eh klar. Und das wird auch passieren. Ich sag jetzt nicht mehr, ich sag nur, die Szene, wo die Quarianer das versuchen, das ist einfach die geilste Szene im ganzen Spiel. Fertig. Okay, reden wir mal mit unseren Freunden hier. Kariga. Cole, danke. Ich fasse noch gar nicht, dass Sie das getan haben. Sie hätten dasselbe für mich getan, Ma'am. Ich musste einfach etwas sagen, nachdem Sie die Beweise nicht vorlegten, die Sie auf der Alarai gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Cole.
zur Kenntnis genommen. Aha, kann das bitte hier weggehen? Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Techs eskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrom wird's mit Sicherheit nicht. Was halten Sie vom Krieg? Werden die Admirale versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern? Ich werde vor keinem Kampf zurückscheuen. Aber wenn die Admirale die Flotte auf die Geth hetzen, bleibt davon nur Schrott übrig. Die beste Methode wäre, einfach eine andere Lösung zu finden. Aber das kann ein Soldat nur laut sagen, wenn seine Vorgesetzten danach fragen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, Riga. Ich habe keine Ahnung, was ich ohne Ihre und Vitors Hilfe gemacht hätte. Ihnen wäre bestimmt etwas eingefallen. Viel Glück da draußen. Ma'am. Cole, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Ah, der ist schon gut. Okay, Vitor, vielen Dank, Vitor, du bist der Beste. Vitor, ich kann kaum fassen, dass Sie für mich eingetreten sind. Oh, es war schwer, aber Riga war ja auch da. Er hat das meiste gesagt. Vitor, vielen Dank. Oh, okay. Und danke, Shepard, dass Sie mir geholfen haben und Tali auch. Sie haben wohl nur eine hübsche Frau gebraucht, um sich besser zu fühlen. Nun, kann sein. Viel Glück, Tali. Und Ihnen auch, Commander. Ah, ich meine, irgendwie gefällt die Musik mir gerade. Es ist so richtig schön spannend. So, wir haben die scheiß Koreaner besiegt. Nee, Admiral Xen? Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Al-Rai Teile von Ra'al Zoras Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Ich bin jedenfalls beruhigt, dass unser Gespräch rund um die Kriegsproblematik Ihnen erlaubt hat, Tali zu helfen. Es wäre traurig gewesen, hätte man Sie verstoßen. Sie sollten Ihre Pläne aufgeben, Admiral. Sie werden die Lage nur verschlimmern. Wir werden sehen, Commander. Manches gilt so lange als unmöglich, bis es jemand macht. Das haben wir an uns gesehen. Keiner hätte gedacht, dass ein Mensch Spectre wird. Keiner hätte gedacht, dass wir Seven aufhalten. Und keiner hätte gedacht, dass wir die blöden Quarianen überzeugen, dass sie Tali nicht verbannen. Admiral Garrel. Sehr ordentliche Ansprache, Shepard. Es wurde höchste Zeit, dass jemand Admiral Corus sagt, dass die Frau, der er Verrat vorwirft, der Stolz der Flotte war. Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt, Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Tali, gibt es etwas, das der Admiral wissen sollte? Wir haben viele Leichen gefunden, Admiral, darunter auch die meines Vaters. Woran immer dort geforscht wurde, es ist alles zerstört. Ich will dir das mal glauben, Tali. Ich habe ja ohnehin keine andere Wahl. Kämpfe gut und mach's gut, Kleines. Dein Vater wäre stolz auf dich. Ach, der war auch auf unserer Seite. Und jetzt kommt hier Admiral Corus, was küpp küpp. Sehr beeindruckend, Shepard. Danke für Ihre Hilfe auf der Al-Rai. Und danke, dass Sie Ra'al Zoras Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Es war ein Fehler, unsere Befürchtungen bezüglich des Krieges in Talis Prozess einfließen zu lassen. Die Galaxie braucht mehr Leute, die ihrer Meinung sind und sie auch äußern, Admiral. Viel Glück. Danke, Commander. Okay, gut. Und erzählen wir noch mit Shalaran. Und dann war's das. Die Admirale dachten, der Zwang, Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Ra'al gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wir haben Ra'als Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja. Danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kilasalai. Das klingt irgendwie so türkisch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt die Mission beenden. Und Stufenausstieg, Erfahrung halten, 750 Grundpunkte erhalten, 2. Mission Zusammenfassung. Tali Zora, was Normandy natürlich, wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und ihr Vertrauen in Shepard gewährleistet während der Mission ihre Loyalität.
Die politischen Konsequenzen der quarianischen Kriegsanstrengungen gegen die Geth sind besorgniserregend. Werde wahrscheinlich quarianische Truppen gegen die Reaper brauchen. Kann keine zusätzliche Instabilität des Kinn. Graf von Tali freigeschaltet, Energieentzug, zyklonische Partikel, Tech-Schaden, Credits, Palladium und Bericht abschließend. Gut, dann würde ich sagen, war das ein cooler Part. Wir haben Tali geholfen, dass sie nicht verstoßen wird. Und ja, es war richtig gut, würde ich mal sagen. Und ja, im nächsten Part, was werden wir so cooles im nächsten Part machen? Also ich weiß, dass wir immer noch Steck helfen können. Wie gesagt, das machen wir ganz am Ende. Und ich glaube, verdammt, ich glaube, sonst habe ich gar nichts mehr. Oder? Ich schaue jetzt noch hier kurz. Ja, ja, weg von der quarianischen Flotte können wir eh nie wieder landen. Da, Massenpilotsprung. Schmuggelfracht sicherstellen. Reaper FFS, Jack helfen. Okay, gut. Im nächsten Part werden wir dann Jack helfen. Wir haben ja nicht mehr die große Auswahl, es gibt ja sonst nichts mehr. Okay, also erstmal werden wir die Schmugglerfracht noch sicherstellen und dann werden wir Jack helfen. Und dann bleibt dann noch eins übrig, das Reaper FFS beschaffen. Aber wie gesagt, das werden wir erst im nächsten Part machen. Let's play Mass Effect 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.